herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Heute zu einer Special-Ausgabe zum Rosenmontag. Wie ihr seht, ich habe aus Halo jemanden mitgebracht, und zwar den Master Chief Sawyer. Ja, und ich würde gerne, wie der Master Chief es eigentlich auch so tut, den Helm aufbehalten und mir ein Gesicht nicht zeigen, aber das kann ich leider nicht, weil man hört mich sonst gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr mitmoderieren. Doch, ein bisschen heiß darunter, ne? Das stimmt, das kommt auch noch dazu. Ja, ansonsten habe ich hier Prinzessin Leia mitgebracht. Ich wollte sie eigentlich überreden, das Jabba the Hutt-Kostüm anzuziehen, aber das war dann vielleicht doch nicht ganz das Richtige. Ich finde, das hier steht mir doch viel besser. Hervorragend, ja. Ansonsten an der Stelle erstmal nochmal vielen Dank. Und zwar vielen Dank an Reich der Ritter für diese Spende. Die hat uns nämlich diese Halo-Rüstung hier zukommen lassen als Geschenk für unsere Arbeit hier. Und da dachten wir, der Rosenmontag ist genau der richtige Zeitpunkt, um sie mal auszuführen hier auf dem Channel. Und sie steht dir auch ausgezeichnet. Hervorragend. Sie wurde auch schon fleißig poliert und jetzt hat man endlich mal was zum Zugreifen. Also diese Muckis, irgendwie steht dir das, finde ich. Dankeschön. Okay, das war sehr charmant. Gut, gehen wir mal direkt weiter in unser Hot Topic und gehen darauf nicht mehr weiter ein. Ich bin hier leider ein bisschen behindert. So, und gehen hier nur weiter nicht drauf ein. Hot Topic dieses Mal. Ja, worum geht's da? Free Flight Week. Diese Woche noch bis zum 14.02. Ja, könnt ihr testen. Und zwar kostenlos. Steigt ein zum Beispiel in die Hornet F7C, in die Aurora LN oder in die Mustang Delta. Genau, so ist sie. Die sind alle für euch bereit. Und zwar nicht nur, wenn ihr schon einen Account habt, sondern auch, wenn ihr neu dabei seid. Das heißt, ihr könnt einfach auf die RSI-Seite gehen. Den Link dazu findet ihr auch hier in der Beschreibung unten drin. Geht's direkt rein und da anmelden, einen Account einrichten, das Spiel downloaden und loslegen. Bis zum 14.02. Ganz genau. So ist es. Dann legen wir einfach gleich mal los. Mit den Weekly Updates. Mit den Weekly Updates around the world. Was around war da los? Ja, da gab es als erstes die Neuigkeit, dass die Origin Jumpworks 325A gerade überarbeitet wird, aber nur die Stats werden überarbeitet. Das heißt, da geht es nicht in die optische Überarbeitung, sondern es geht eben um Dinge, wie viel sie aushält, was sie austeilen kann, die Hardpoints und so weiter. Das wird gerade aktuell gemacht. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und weiter ging es dann bei Nyx. Die Nyx-Shops. Sagen wir mal so, das passt jetzt auch vielleicht so, ne? Es werde Licht, also die Lichtumgebungen wurden überarbeitet. Genau, und das ist ja immer ein letzter Schritt sozusagen, um die Sache fertig zu kriegen, sind dann immer so die Lightpasses, die dann kommen, und das ist gerade bei Nyx aktuell der Fall. Ja, und was auch eine schöne Meldung war, dass die Idris in ihrer Grundform flight-ready ist. Das heißt, die ist tatsächlich fertig, allerdings wirklich nur in der Grundform. Das heißt, momentan fliegt nur das Gerüst und sie müssen noch eine Menge Arbeit reinstecken, damit alle Funktionen an der Idris an Bord funktionieren. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber Basis ist schon mal da. Ja, apropos Basis, die Audioprobleme des letzten Patches wurden auch überarbeitet. Das ist auch eine neue News, die euch alle freuen sollte. Genau, da geht es nämlich immer stetig weiter. Das Audio wird weiter optimiert. Ja, und dann gibt es noch etwas zum Balancing, und zwar insbesondere zu dem sogenannten Griefing. Das heißt, Spieler, die anderen Spielern den Spaß am Spiel verderben. da wird es jetzt mit den nächsten Patches immer weiter Überwachungen geben, also richtig Mechaniken dafür, um das festzustellen und entsprechend zu verhindern. Wie das genau aussieht, wissen wir jetzt an der Stelle noch nicht, aber da machen sie sich auf jeden Fall Gedanken drüber. Das ist schon mal eine gute Sache. Ansonsten geht es mal weiter mit dem ATV-Interview, also Around the Versus Interview. Da war diesmal Luke Presley mit dabei, und auf SCB findet ihr das gesamte Interview. Was wir spannend fanden, war die Sache mit Crusader und allem, ne? Ja, denn Luke Presley ist der leitende Designer für alles im Prinzip, was gerade schon live ist, also für Star Citizen live oder was zukünftig live kommen wird. Und er ist zuständig für den Arena Commander, für das Tutorial und Crusader. Und es wurde auch schon von ihm gesagt, das könnt ihr da auch nochmal nachlesen, dass sich die Karte in ihrem Design, in ihrem Layout immer nochmal wieder ändern wird von Crusader, und dass sie da aber auf jeden Fall dran arbeiten. Und ja. Ja, genau. Das heißt, es ist eine Testumgebung. Das wissen wir ja auch im Grunde alle. Das heißt, es werden zum Beispiel die Anordnungen der jeweiligen Monde und so wird sich verändern. Momentan ist es eben alles so kegelförmig von Port Olisar ausgehend. Das wird sich alles noch ändern. Da lest mal rein. Der erzählt wirklich sehr viele spannende Sachen, gerade was das Mini-PU angeht. Ja, und wir gehen weiter zu Reverse the Verse. Ne? Genau, Reverse the Verse. Wenn ihr euch daran erinnert, letzte Woche haben wir schon darauf hingewiesen, am Valentinstag wird es die Trennung geben von Star Citizen und Squadron 42. Und da gab es auch schon ganz viele Fragen von euch bezüglich des Preises. Und das wurde diesmal geklärt. Und zwar, ja, wird es so sein, jedes einzelne Paket sozusagen oder jeder einzelne Teil wird $45 kosten.
Wenn ihr euch aber dazu entscheiden solltet, beides gleichzeitig zu kaufen, dann werden euch $30 gutgeschrieben. Das heißt, summa summarum, also von $90 für zwei werden 30 gutgeschrieben, macht 60. Das heißt, ihr würdet zum Beispiel für Squadron 42 $15 zahlen und für Star Citizen 45 und vice versa. Genau, so ist es. Das ist also die große Frage der Preisdiskussion. Denkt daran, 14.02. ist der Stichtag. Bis dahin nochmal zuschlagen, was die Game Packages angeht, auch wenn ihr später vielleicht mal welche verschenken wollt oder an Freunde habt oder insgesamt in das Spiel einsteigen wollt. Jetzt testen und dann vielleicht nochmal zuschlagen, wenn es euch begeistert. Ja, weiter geht es in Richtung Schiffe. Und zwar, das erste Mal richtig gehört haben wir vom Drake Interceptor, dem Abfangjäger, der gewünscht ist. Der wurde jetzt in Monarch umbenannt und wird eines der nächsten Konzeptschiffe sein, was jetzt in der Entwicklung sich befindet. Und ich gehe mal direkt weiter, und zwar zur Caterpillar. Und die Caterpillar, da wird fleißig dran gearbeitet. Genau, da haben wir auch mal ein Voice-Over zugemacht zum Greyboxing der Caterpillar. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und ansonsten wird es aber noch eine Weile dauern, bis sie fertig ist. Es ist ein sehr umfangreiches Design mit vielen, vielen, vielen Modulen dazu. Da geht es also von der Art richtig voran. Und auch bei der Herald geht es voran. Genau, da geht es einfach darum, dass man sagt, es wird eher weniger Priorität haben momentan, weil es so viele Mechaniken bei der Herald gibt, diese ganzen Kommunikationen. Die nicht funktionieren bis jetzt. Ja, genau, die gibt es einfach noch nicht im Spiel und darum wird es ein bisschen dauern, bis die soweit fertig ist. Aber das Design ist schon mal ganz gut vorangeschritten. Ja, und Starfarer, genau. Der Release war ja eigentlich jetzt für Januar angedacht. Das Ganze wurde jetzt verschoben und wird jetzt halt noch nicht zum nächsten Patch soweit sein. Wann das neue Release-Datum genau sein wird, das ist noch nicht klar. Also geduldet euch noch ein bisschen. Genau. Das Einzige, was sie uns als Hinweis dazu gegeben haben, in den nächsten Wochen. Ja, also es soll jetzt nicht mehr noch ein halbes Jahr dauern, bis sie kommt. Aber mehr wissen wir dazu natürlich noch nicht. Ja, und von dort aus geht es nochmal in das Item-System. Das ist ja angesagt für 2.2 oder 2.3. Allerdings ist der Termin noch nicht bestätigt. Also welcher von beiden es wird, kann man jetzt an der Stelle noch nicht sagen. Ja, und schluss und letztendlich geht es nochmal um die Sprungantriebe. Das ist auch immer eine gerne gestellte Frage. Also manche Starterschiffe werden Sprungantriebe besitzen, manche werden keine besitzen. Also mal ja, mal nein. Also kein Standard. Genau, es muss nicht unbedingt Standard sein. Aber es werden auf jeden Fall alle Schiffe, bis auf die Snapfighter, die Sprungantriebe nachrüsten können. Das heißt, es wird immer eine Möglichkeit geben, damit zu springen. Womit geht's weiter? Dann geht's weiter mit unseren 10 Fragen an Chris Roberts. Mhm. Genau. Und eine Frage war, das hatten wir letzte Woche auch schon mal grob angesprochen, wie ist das eigentlich? Wird man genug Zeit haben während der Kämpfe, um große Schiffe auch reparieren zu können? Ja. Und dazu wurde gesagt, ja, man wird sie haben. Im Moment ist das Ganze noch ein Balance-Problem, also daran arbeiten sie jetzt noch. Und aber es soll eben angedacht werden und sie müssen halt erstmal gucken, dass die Multicrew-Erfahrung verbessert wird, bevor sie dann das Reparatursystem implementieren können. Ja, kennt man so. Wenn die Constellation, die platzt gerade noch so schnell, dass man gar keine Zeit hat, das Ding noch zu reparieren. Aber das wird schon noch kommen. Weiter ging es dann mit den Geschütztürmen. Das ist auch immer eine gerne gestellte Frage von euch. Und zwar, da geht es um die relativen und non-relativen Zielmodi. Das heißt, bewegt sich der Geschützturm mit dem Schiff mit oder wird er davon unbeeinflusst steuerbar sein? Ja, wird er in Zukunft. Das heißt, jetzt gibt es schon aktuell zwei verschiedene Zielmodi, die auch wieder funktionieren im aktuellen Patch. Und die könnt ihr übrigens umschalten, soweit ich weiß, mit Alt-C. Probiert's mal aus. Ansonsten korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und außerdem wird dieses System in der Zukunft auf jeden Fall noch aktiviert. Das heißt, eine schnellere Zielverfolgung soll Möglichkeit sein. Mehr Informationen, die Türme an sich sollen sich schneller drehen und natürlich soll die Steuerung sich auch nochmal verbessern. Und das waren so die wichtigsten Informationen aus 10 for the Chairman. Guckt auf jeden Fall nochmal rein bei SCB, da gibt es den vollen Artikel mit vielen anderen spannenden Details. Und wir gehen jetzt nochmal zurück auf den Channel, ne? Genau, und auf dem Channel gab es was Neues. Und zwar hat Sawyer wieder ein deutsches Voice-Over für euch gemacht. Und zwar von der Misk Starfarer, dem Supertanker. Also ein Walkthrough hat er deutsch begleitet. Genau. Also schaut da rein, ja, dann versteht ihr das besser. Genau, wie es dann auf jeden Fall weiterkommen soll. Ja, ich weiß, mich so. Ist nicht leicht, mich zu ertragen in dieser Rüstung. Das ist ein ganz anderer Anblick. So geflasht. Ja, schon klar. Also auf jeden Fall kann man dazu nur sagen, es ist ein spannendes Schiff. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen soll es Hangar-ready werden. Die Hangar wurden dafür extra erweitert. Schaut mal rein, da kriegt ihr schon mal die ersten kleinen Informationen zu. Ja, und weiter. Und entschuldige. Bitte. Wir wollten noch sagen, dass es quasi der Style Guide ist. Ah, ja. Ne? Für das Ingame-Unternehmen Misk. Also für
viele andere Varianten oder Schiffe daran. Genau. Freelancer zum Beispiel, genau. Reliant und so weiter. Ne? Ist ein spannender Punkt. Also schaut mal auf jeden Fall rein. Ja, wir gehen von da aus dann weiter nochmal an den Monatsreport. Das hat die fleißige SCB-Redaktion inzwischen fertig übersetzt. Also Monatsreport Dezember ist gemeint. Der ist jetzt da und wenn ihr den lesen wollt, in aller Ausführlichkeit, geht mal dahin. Und vor allem lasst den Jungs ein paar nette Kommentare da. Die freuen sich wahnsinnig, wenn ihr sie ein bisschen lobt für die viele Arbeit, denn es ist wirklich viel. Wer es ansonsten nochmal sehen will, wir haben auch ein Video dazu gemacht und wir werden jetzt auch demnächst die nächsten Monatsreporte wieder covern und dann zu zweit. Genau. Und dann aber ohne Rüstung, bitte. Es wird nämlich richtig warm hier. Egal. Dann gehen wir mal weiter zum Galactic Guide. Ja, da war diesmal Thema Tajak. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal reinlesen, also weil das hat mich auch zum Beispiel total interessiert und fand ich spannend, weil Tajak ja über 4 Jahrhunderte im Prinzip besetzt war, dieses System. Und ja, wie wurde es schon gesagt, also das Gute und das Böse im Menschen wurde hervorgebracht. Und unter der Herrschaft von Eva Messer, also man kann eigentlich sagen, es stand auf Eva Messers Schneide. Ja, sozusagen. Genau, ja. Also er war eigentlich nur daran interessiert, Forschungsprojekte zu finanzieren und Waffen zu testen. Ne? Und da bot das Ganze dann natürlich eine ideale Testumgebung. Genau, richtig. Also Ivar Messer, der wirklich noch üble Imperator, der in der Vergangenheit des UII beherrschte, hat das eben ausgetestet und dann nach der Übergabe, und das ist eigentlich der gute Teil sozusagen, hat sein Nachfolger, wie hieß er doch gleich? Leon, genau. Der hat dann das Ganze zurückgenommen und hat gesagt, also wir haben diesem System hier so viel Übles angetan, wir machen jetzt was anderes. Und da kommt was ins Spiel, was wir auch schon kennen, nämlich The Ark, das große Wissenschafts- und Datenbankprojekt. The Ark stellt momentan die Star-Map zur Verfügung für euch und das ist eben ein Ingame-Teil, der sehr, sehr spannend ist, weil da findet sich diese Arche eben jetzt im Tajak-System und da gibt es ganz, ganz viele spannende Hintergrundinfos. Genau. Schaut mal in den Galactic Guide rein, ja. Mhm. Ja. Dann haben wir als nächsten Punkt auf unserer Liste die Vanguard. Genau, ja, da habt ihr ein Let's Play gemacht. Ne? Mhm. Und der Dozer, der arme Dozer, sollte eskortiert werden. Und Wieder irgendwie befand er sich wieder dann irgendwann alleine im Weltraum. Das kennt man ja schon. Macht er gerne. Aber es ist ein cooles Let's Play geworden. Ich glaube, 7 Kameraperspektiven haben wir, ne? Mit ganz vielen verschiedenen Leuten dabei. Ist eine spannende Sache. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr ein bisschen Entertainment habt. Wollt, was so aktuell bei Star Citizen schon alles so geht. Ja, und Entertainment, da kommen wir auch direkt mal zum Livestream. Genau. Also der nächste Livestream ist am 18.02. von Let's Crash. Das heißt, nicht diese Woche, sondern die Woche drauf. Aber wir haben ja unser Programm erweitert und da haben wir jetzt ein neues Format drauf, nämlich den sogenannten Gameplay Sunday, eine ganz lockere Gameplay-Sache, wo unser Jani, ein neuer Moderator, als Host dann mit ein paar Jungs vom Crashcore dann ins Verse geht und einfach ein bisschen Spielerlebnis zeigt. Das wird dann am Sonntag, den 14.02. stattfinden. Das ist ein Valentinstag-Stream. Da passiert viel am Valentinstag. Also schaut da auf jeden Fall rein. Genau, so ist es. Ja, und von da aus gehen wir dann schlussendlich nochmal in die neuen Ship Guides. Und die haben ja jetzt losgelegt am Wochenende. Samstag und Sonntag haben wir gestartet. Erst mit der Super Hornet und dann mit der Delta. Ja, und da kann man nur sagen, wir nehmen da alle Flight-Ready-Schiffe rein. Ne? Ganz genau. Also erstmal werden nur die 16 Basismodelle behandelt und danach wird es dann weiter in die Varianten gehen. Genau. Und an dieser Stelle haben wir uns dann gedacht, in puncto Interaction, was würde euch denn an den Flight-Ready-Schiffen am meisten interessieren? Also welche Schiffe fändet ihr interessant? Welche sollen behandelt werden von Luisen und Sawyer? Zum Beispiel die Aurora. Oder die Gladiator. Da könnt ihr abstimmen, wie bei Interaction so üblich. Ihr könnt auf unserem Google-Plus-Profil abstimmen und auf jeden Fall euer Feedback geben, was euch jetzt als nächstes brennend interessiert. Wie gesagt, erstmal gehen wir wirklich die Basismodelle durch und wir freuen uns wahnsinnig über das Feedback. Schon unter den Episoden waren ganz, ganz viele schöne Feedback. Punkte da drin. Vielen Dank dafür und wir werden da jetzt an der Stelle weitermachen und ihr könnt euch sozusagen wünschen, wie es weitergehen soll. Ja, ein Wunschkonzert bei uns auf dem Channel. So ist es. Und damit verabschieden wir uns und sehen uns nächste Woche. Wieder in alter, neuer Frische und alter, neuer Montur. Genau, so ist es. Setz doch nochmal deinen Helm auf. Ich setze jetzt zum Abschluss nochmal den Helm auf, also in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Denkt dran, uns zu abonnieren, wenn euch das Programm gefallen hat und zu kommentieren und auf jeden Fall zu liken und
zu disliken. Ja, und auf wenn ihr uns ganz besonders unterstützen wollt, würde es uns freuen, wenn ihr auch mal auf Patreon vorbeischaut und da guckt, ob euch was dabei ist. Ja, gut, dann mach du den Schluss. Na dann, Leute. 1, 2, 3. See you on the flight deck.